Freunde, willkommen bei Ghost TV. Ja, ich muss schon anfangen zu lachen, obwohl das Video noch gar nicht losgeht. Wir wollen uns heute mal, ja, mein erstes Training auf 300 Meter mit der 308 mal anschauen. Und ja, das Video wird etwas anders, als ich mir das Ganze vorgestellt habe. Liegt aber letztendlich ja an zwei Faktoren. Zum einen war das Ganze technisch schlecht umgesetzt von mir. Ja, da habe ich also gemerkt, auch da muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Auf der anderen Seite ja liegt es an natürlich auch an mir, das Liegenschießen. Wer mich kennt und wer das mein Video von der Bezirksmeisterschaft gesehen hat, der weiß, dass ich da noch so meine Probleme mit habe. Da macht sich das Alter so langsam bemerkbar. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch dieses Panoptikum der Peinlichkeit nicht vorenthalten. Und es geht mir auch nicht darum, hier in diesem Video anderen Leuten kluge Ratschläge zu geben, sondern letztendlich geht es mir darum, euch mit auf den Weg zu nehmen und euch meine ja Entwicklung, sagen wir es mal so, im Bereich des Langwaffenschießens mal zu demonstrieren. Wem das Video gefällt und wer es einigermaßen amüsant fand, der kann mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ihr wisst, ich freue mich immer drüber, damit der Kanal auch weiter wachsen kann. Und wenn noch nicht passiert, denkt auch mal an den Zweitkanal, an Ghost Uncut. Ja, liebe Leute, wir legen gleich mal los. Vorab, wir haben in Emmen geschossen, in Holland. Und wir sind mit drei Kollegen gefahren. Und ich werde euch gleich mal eine relativ kurze Sequenz von den ersten Schüssen von mir mal demonstrieren. Ich will euch den ganzen Trainingsablauf ersparen, weil dann würde das Video zu lang. Und wir schauen uns einfach mal an, ja, was so passiert ist, wie ich mich da angestellt habe. Und wir werden uns dann mal von den drei Durchgängen, die ich geschossen habe, ich habe also 3x10 Schuss gemacht, wollen wir uns mal die Trefferlage anschauen und mal sehen, ob denn zumindest das Endergebnis akzeptabel war. Ja, bevor wir jetzt uns diese Videosequenz mal anschauen, so ein paar Sachen noch vorweg. Neben mir, links neben mir, hat unser Roger gelegen und ja, durch seine Bremse, die er vorne drauf hat, war das teilweise nicht ganz so angenehm. Ich habe mit Roger auch selber noch gar nicht drüber sprechen können. Das Erste, was ich gelernt habe, Mund zu lassen, wenn Roger abdrückt. Ja, weil nach den ersten zwei, drei Schussabgaben von Roger hatte ich dann immer den Dreck im Mund. Aber gut, das war mein Problem. Das war der erste Punkt, den ich gelernt habe. Also immer schön die Schnute zulassen beim Schießen. Und ja, damit fing das Ganze schon an. Ordnung am Arbeitsplatz, da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an und dann wollen wir hinterher mal ein bisschen darüber sprechen. Das ist aber bei der jetzt 555 VV. Okay. Ja, wie ihr sehen konntet, ich habe mich mehr oder weniger geschickt oder auch ungeschickt angestellt bei der ganzen Geschichte noch. Ich muss auch wirklich dabei sagen, dass das Langwaffenschießen, es macht mir sehr viel Spaß, aber ich merke,
Gerade das Liegenschießen ist noch nicht so mein Metier. Im Verhältnis zum ersten Mal auf der Bezirksmeisterschaft war es gefühlt für mich zumindest etwas besser, etwas entspannter. Es ging mir etwas, ja, wenn man das überhaupt so sagen kann, einfacher von der Hand, der ganze Ablauf. Aber es ist noch sehr viel Luft nach oben, wollen wir mal so sagen. Aber wir wollen uns mal die Ergebnisse anschauen. Das, was ihr jetzt gesehen habt, das waren so die Sequenz aus dem ersten Durchgang. Und ich blende euch mal das Endergebnis ein. Hier haben wir es also, da kann man, ich hoffe, dass die Grafik vernünftig, das Bild vernünftig zu erkennen ist. Also ihr seht unten der erste Treffer. Das war natürlich schon der erste Totalausfall. Und da muss man ganz ehrlich sagen, war ganz klar mein Fehler. Wir hatten es vorher mit der Strehdog-App alles eingegeben, die ganzen Wetterdaten. Und natürlich hat mir die Strehdog angezeigt, dass ich 12 Klicks nach oben sollte. Aber das haben wir einfach mal ignoriert. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Das heißt, der erste Treffer war eine 4. Danach, nachdem ich mich dann daran erinnert habe, das Ganze mal einzustellen, wurde es dann auch etwas besser. Und nur ab dem dritten Schuss ging es dann einigermaßen. Aber ich habe eben gemerkt, ich muss mich wirklich extrem konzentrieren. Es ist für mich also eine ganz, ganz andere Geschichte als das Kurzwaffenschießen. Aber nichtsdestotrotz, nach einem schlechten Start ging es eigentlich ganz gut weiter. Und da wollen wir uns auch mal den zweiten Durchgang mal anschauen. Ja, hier haben wir ihn also. Da kann man dann schon sehen, da wurde das Ganze wesentlich besser. Ich für meinen Teil fürs erste Mal bin da auch völlig zufrieden. Wir haben im Endeffekt waren es 9er und 10er. Damit kann ich persönlich ganz gut leben. Allerdings hatte ich ja eingangs zu dem Video gesagt, wenn ich euch den ganzen Trainingsablauf zeigen würde, wäre das Video endlos lang. Und ich habe also jetzt bei der zweiten Rutsche mal einfach die Zeit außen vor gelassen und habe mir wirklich zwischen den einzelnen Schussabgaben tatsächlich extrem viel Zeit gelassen, weil ich einfach gemerkt habe, der Nacken will nicht mehr. Und es war aber in Ordnung. Ja, also ich habe gemerkt von Mal zu Mal, dass es etwas, nicht leicht, aber etwas angenehmer wird. Wobei die Waffe wirklich an sich, muss ich sagen, ein super Teil ist. Da gibt es also, glaube ich, nichts zu rütteln, wenn selbst ein blutiger Anfänger wie ich diese Trefferergebnisse dahin kriegt, dann spricht das wohl ganz klar für die Waffe. Ja, wir wollen uns dann aber auch nochmal den dritten Durchgang anschauen. Den blende ich euch dann auch nochmal ein. Und da war es dann gefühlt für mich wirklich der beste Durchgang. Die Zehner lagen relativ dicht beieinander. Und ich habe dann aber auch gemerkt, nach den 30 Schuss, es reicht dann jetzt auch. Ja, also mein Trainingseffekt war da. Ich war zufrieden. Ich war froh, dass die Trefferlage so aussah, wie sie jetzt aussieht. Und das Ganze war für mich wirklich ein Erfolg, muss ich ganz klar sagen. Der eine oder andere von euch, der visierte Langwaffenschütze, wird sich wahrscheinlich kaputt lachen über dieses Video. Aber für mich war es okay. Und wie gesagt, es war das erste Training auf 300 Meter. Und ja, ich habe noch einen langen Weg vor uns und es werden noch so ein, zwei Überraschungen kommen, was die Langwaffe angeht. Aber ich bin der Meinung, man muss auch mal selbstkritisch sein und man muss auch mal über sich selber lachen können. Ja, es waren viele Fehler, die ich noch gemacht habe am Anfang. Der eine oder andere wird sich auch fragen, Mensch, hat ihn da die Mütze nicht gestört, der Schirm von der Mütze vorne? Nein, der hat mich eigentlich gar nicht gestört, aber trotzdem habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das Ganze ja nicht hinderlich ist, aber entweder hätte man es umdrehen sollen oder mal ganz ablassen sollen. Aber das sind so Feinheiten, da bin ich eher der Typ Learning by Doing und ich bemühe mich immer, jeden Fehler auch nur einmal zu machen. Ja, unterm Strich muss ich sagen, war es für mich in Ordnung. Wenn mir der eine oder andere von euch da mal seine Meinung zu in die Kommentare schreiben würde, wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten tut es mir noch mal leid, dass also relativ wenig Videomaterial vom Stand selber dabei rausgekommen ist. Aber ja, ich war relativ viel mit mir selber beschäftigt und habe da die Kameraperspektive so ein bisschen aus dem Blick verloren. Und ja, ich hoffe, beim nächsten Mal wird's besser. Das soll's gewesen sein. Ich habe es euch versprochen, das Video sollte kommen, und auch wenn es nichts Aufregendes war, ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen oder ihr fandet es zumindest amüsant, und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da wollen wir uns dann mal wieder so ein bisschen um unsere Behörden und unsere Gesetzgebung unterhalten. Bis dahin, macht's gut, bleibt fit, gesund und munter. Ciao, ciao.